Hallo und herzlich willkommen, liebe Bros. Es ist hier soweit, dass wir noch eine Runde über mit dem Heli über unser Pro City fliegen, hier bei City Skylines. Wow! Und das war einfach nur ein Lag, deswegen habe ich mal hier so ein Looping veranstaltet. Und wir haben ja gesagt, wir fliegen hier nochmal rum zu New York. Ich habe noch ein bisschen geübt, gerade eben kurz. Da gab es ein paar Probleme, deswegen habe ich nochmal vom Hangar aus nochmal neu gestartet. Beim Begrüßen. Wir haben immer so ein bisschen noch so ein paar Winkelprobleme hier. Aber es ist richtig geil, dass sowas überhaupt möglich ist in diesem Spiel. Also was man alles für Mods machen kann. Also wer das Spiel immer noch nicht hat oder nicht kennt, Leute. Ich muss dafür einfach Schleichwerbung machen, weil diese Macher haben sich so viel Herz und Liebe reingesteckt. Ich meine, wo gibt es noch ein Spiel, dass man so geniale Mods hinzufügen kann? Ich glaube, so gut wie kein anderes. Habe ich zumindest das Gefühl. Also es ist richtig genial. Geschwindigkeit, ja. Ich glaube, das liegt... Wow, das war jetzt wieder, weil es geleckt hat. Aber es ist schon genial, wie wir jetzt hier über unser Stadtfilm New York, da wird es jetzt ein bisschen mehr laggen, weil ich nie, weil es ein bisschen schwierig ist. Aber es ist schon geil. Hier die Twin Towers. Nein, Leute, ich werde nicht reinfliegen. Das wäre sehr respektlos. Und dann, ja, wir drehen uns hier so richtig spektakulär. Da haben wir die Freiheitsstatue. Und jetzt können wir mal ein bisschen hier so... Also das ist richtig geil, also das ist der Wahnsinn. Ich will über meine eigene Stadt fliegen kann. Ich will mal fragen, wir können mal kurz checken, wie hoch wir gehen können. Weil das ist schon das Höchste, ich weiß nicht. Ich glaube, es geht noch höher. Ja, nee, jetzt geht er wieder runter. Also höher scheint es nicht zu gehen. Also können wir nicht genau einen schönen Blick werfen auf unsere Dörfer. Aber wir können ja mal versuchen, mal ein bisschen Gas zu geben. Einfach nur wirklich dieses Runterfliegen ist nicht so einfach. Und jetzt habe ich keinen Speed mehr und wow! Zum Glück kann man hier nicht sterben. Ist kein Battlefield, kein GTA. Obwohl überhaupt, dass es sowas möglich ist, schon genial. Also es macht tierischen Spaß. Wenn jetzt mal hier so die City guckt, also herrlich. Ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen mehr üben, um das ordentlich hinzukriegen. Ah, es ist schon cool. So, wenn ich jetzt STRG und G drücke, dann landen wir wieder und kümmern uns jetzt mal Oh, wir haben gleich 60.000 erreicht. Nice. Wir gucken mal, wie unser Öl hier sich, während wir rumgeflogen sind, abbaut. Oh, richtig gut. Mann, da kommen wir aber jetzt aber hallo schnell voran. Ich glaube, das freut euch auch sehr. Oh, was auch immer ich jetzt hier mache. Und baue jetzt hier weiter ab. Mal gucken, ob ich jetzt richtig gemacht habe. Ja, perfekt. Und das nächste, was wir dann machen, ist hier rüber bauen. Mal kurz gucken. Ja, hier rüber bauen. Das bauen wir eh, reißen wir eh wieder ab, weil da soll ja unser schöner Park hin. So, und dann kommt hier, wenn wir hier alles abgebaut haben, in diesem Eck, dann kommen wir hier wieder ab und bauen noch die Mitte ab. Also wir sind auf einem guten Weg. Und jetzt können wir uns mal hier wieder um unseren VfB Kaiserslautern, muss ich gerade sagen. Quatsch. Mit Kaiserslautern hier beschäftigen. Und bauen wir mal hier eine Runde rüber. Und jetzt gucken wir mal wegen dem Stadion, den Betzeberg. Ich meine, den habe ich nicht original hier drin. Aber so ein ähnliches Ding gibt es bestimmt, was ein bisschen... Oh, wir haben noch einen Quidditch-Park zu bauen. Was Spektakuläres, ne? Und... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, es war bei den ganz, ganz Großen hier. Bei den ganz, ganz Großen.
Das hier sieht so ein bisschen aus wie... Aber ich glaube, das haben wir schon mal gebaut, oder? Das sieht aus wie Betzeberg. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schon mal gebaut haben. Was ist das? Baseball Stadium. Oh, das können wir auch mal bauen. Aber jetzt bauen wir mal hier so den Betzebärchen. Der wird natürlich jetzt erstmal... Fritz Walter Stadion. So. Eigentlich müsste ich hier erst FC Kaiserslautern schreiben, aber ist egal. So. Oh, hier ist Wasserproblem. Dann bauen wir mal richtig Wasser aus. Würde ich jetzt mal so nebenbei vorschlagen. Bitte verbinden, sei so freundlich. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. So, und leider, weil die Nachfrage gerade nicht so hoch ist, kommen wir leider auch nicht dazu, schneller die Dörfer auszubauen. Das heißt, wir müssen uns einen Plan B ausdenken, was wir nebenbei machen. Vielleicht schon anfangen, die Straßensysteme zu bauen in der großen Stadt hier. Oder gucken wir mal jetzt doch wegen Flughafen. Oder bauen hier Zugstrecke rein, was ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so begrüßen würde. Das ist halt jetzt die Frage, was wir machen. Da bin ich jetzt ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Und überlegen. Denkt doch nach, Leute. Denkt nach. Ach, Strom. Stromproblem. Und ich habe mir gerade so überlegt, da ich es gerne immer habe, in irgendeiner Folge irgendwas Spezielles zu machen. Letzte Folge haben wir Bus fahren und haben einen Helikopter geflogen. Haben diese Folge auch schon gemacht. Vielleicht müssen wir mal, und das muss man ganz kurz Brainstorming machen, wirklich mal überlegen, wo wir jetzt einfach mal anfangen, den Flughafen zu bauen. Und da bin ich jetzt wirklich ein bisschen wirklich am Überlegen. Wir müssen mal ganz kurz rausfinden, wie teuer der ist und wie groß der ist. Besonders, ich kann ihn größer bauen, weil ich habe einige Mods dafür installiert. Warum hier viermal DHL vorkommt, weiß ich nicht. Muss mal gucken, wo der Hauptflughafen ist. Ich glaube, das ist der hier. Flughafen. Und er ist an sich gar nicht so groß, ne? Wäre vielleicht schlau gewesen, den Flughafen hier hinzubauen. Ist vielleicht gar nicht mal so eine blöde Idee. Oder hier drauf zu bauen, das wäre auch mal was ganz Neues. Ein Flughafen, Gefälle aber leider zu steil. Gebäude muss neben der Straße platziert werden, das ist mal auch. Aber lustig wäre es gewesen, den Flughafen hier drauf zu bauen. Hätte ich sogar cool gefunden. Müsste eigentlich... So geht's sogar auch. Hey, die Idee ist wirklich gar nicht so blöd, oder? Ist halt ein bisschen weiter weg im Bereich vom Urlaubsgebiet. Aber die Leute können ja dann, wenn wir dann den Flughafen hier bauen, direkt hier auf diese Autobahn fahren. Oder wir bauen hier noch eine extra Autobahn hier drauf. Können hier durchfahren und sind dann beim Urlaubsplatz. Also so ist es dann auch wieder nicht. Aber wenn man hier den Flughafen hinbauen würde, erstens würde es... Ja gut, es würde halt die Urlauber hier stören, die wir vorhatten zu bauen. Überlegen wir uns dann nochmal. Aber der Vorteil ist, alle neuen Leute, die zu uns kommen, die können sofort hier in unser kleines Gebiet kommen, die können sofort hier rüber zu unserer großen Stadt, die können hier zu unserer Vorstadt, die können, na gut, sind halt weiter weg vom Urlaubsgebiet, aber sie können hier zu New York. Also eigentlich wäre es das beste Zentrum überhaupt ever. Eigentlich ist es eine schlaue Idee. Ich hatte eigentlich vorgehabt, da hohe Gebäude hinzubauen, aber ich finde es jetzt auch so nicht so schlecht. Und deswegen, liebe Damen und Herren, baue ich jetzt hier so eine wunderbare Straße entlang. Und wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Ha! Das funktioniert, das funktioniert. Das ist ja der Wahnsinn, gell? Zack, Flughafen gebaut.
Jetzt müssen wir uns halt um das drumherum kümmern, dass das auch ordentlich wie ein Flughafen aussieht. Bisher sieht es einfach nur aus wie eine Plattform und Start- und Landeplatz. Klauen uns erstmal Milch, wollte ich gerade sagen, von da drüben. Nein, Quatsch, wir klauen uns Water. Und wir brauchen ein bisschen Strom, Brahma, schon, okay. Und zwar machen wir es aber anders. Und zwar... Gut, natürlich, wenn man jetzt Geld hat und Platz hat, könnte man hier noch so einen zweiten Hangar bauen. Dann sieht natürlich der Flughafen ein bisschen größer aus. Macht schon Spaß. Können vielleicht, wenn wir auch Bock haben, einfach mal hier noch einen großen hinbauen. So einen richtig schönen großen. Können wir auch machen. So ein bisschen mehr Unterhaltung haben bei dem ganzen Thema. Warum auch nicht zwei bauen, ne? So nebenbei. So, hier können wir noch einen Hangar hinbauen. Hier können wir auch noch so einen hinbauen. Hier können wir noch so einen ein Türmchen hinbauen. Obwohl, warte mal, wir wollen nicht übertreiben, alles auf eine Stelle zu bauen. Und bauen da mal diesen Weg hier hin. Dieser Weg wird kein leichter sein. So, noch werden natürlich keine Flugzeuge kommen. Das dauert noch ein bisschen, Leute. Und überlege jetzt gerade, was ich hier machen könnte. Ich mache jetzt mal eine Fahrbahn hier so entlang. Also ich glaube, ich mache das wirklich mit zwei Flughäfen. Jetzt haben wir hier so einen kleinen. Ich meine, New York hat ja ein echt oder London haben ja auch ein echt oder Berlin hätte rein theoretisch schon echt auch mehrere Flughäfen. Also blöd ist die Idee nicht. Aber schon mal, so ist schon mal ein guter Anfang. Ein Zentrum. Ein Airport vom Feinsten. Ist halt kleiner jetzt, so. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Strom. Und dann kommen auch irgendwann Flugzeuge. Nicht viele, aber es kommt was. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was dazu knallen können, dass es ein bisschen schöner aussieht, noch ein bisschen mehr nach Flughafen. Gucken wir mal, jetzt haben wir hier noch so ein, haben wir noch so ein Hangar und dann haben wir hier noch so ein, können wir das überall hinbauen? Das kann man nicht überall hinbauen. Muss man eine Straße bauen? Bescheuert ist das denn? Und auch noch so groß. Ist ja lächerlich. So, dann haben wir hier den Aussichtsturm. Aussichtsturm klingt auch gut. Der auch nochmal extra Strom braucht, der Depp mit Ohren. Warte mal, aber da baue ich noch nichts. Da gucke ich jetzt erstmal, ob ich da eine Verbindung kriege mit irgendwelchen anderen schönen Sachen. Nämlich haben wir hier noch einen. Oh, da sind keine Flugzeuge drauf. Ich dachte, da sind Flugzeuge auch drauf. Wird hier abgebildet. Das ist aber, das finde ich, das finde ich jetzt aber nicht. Oh. Das DHL-Ding ist aber groß. Ja, die Dinger sind, glaube ich, verschieden groß. Kann das sein? Nö. Deswegen sagte ich ja auch noch, wir können noch einen größeren Flughafen bauen. Wo wir dann die ganzen Dinger ja noch anpacken können. Irgendwo hatte ich doch nur so eine Platte gehabt, die man einfach irgendwie da dran bauen konnte. Hm. Komisch. Mal ganz kurz was gucken, und zwar das hier verschieben wir jetzt mal hier rüber kurz und mal kurz gucken, was das hier ist. Kurz hier hin tun. Ah ja. Dann das hier da so hin. Okay, ist nicht der schönste Flughafen. Also es ist wirklich ein kleiner Flughafen jetzt. Ich dachte auch, ich habe viel mehr Mods installiert. Vielleicht muss man noch nur für Flughafen mal noch ein paar Mods rausholen. Ah, hier haben wir auch noch so ein Hangar-Ding. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ich hatte auch die Erinnerung, dass ich so Flugzeuge an sich nur installiert habe. Jetzt machen wir mal hier so ein Gewerbe, das dann einfach aussieht, als wenn da noch Arbeitsgebäude wären. So. Und dann, um es nicht zu blöd aussehen zu lassen, machen wir nur hier so ein paar kleine Bäume hin. Okay,
sieht doch blöder aus, aber egal. Und irgendwann im Laufe der Zeit wird es dann auch das erste Flugzeug kommen. Hat bei mir in der privaten Testspeicherung auch ein bisschen gedauert. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir noch null Verbindung zum Flughafen haben. Ich glaube, daran liegt es auch. Wir müssen noch die Straßen bauen. So, das machen wir mal. Und zwar, machen wir jetzt einfach mal so ganz ungeplant. Oh, warte mal, das müssen wir immer updaten, ne? Also das muss ich auf jeden Fall nochmal umändern. Ich mache es jetzt einfach erstmal so, einfach mal hier so rüber. Vielleicht lasse ich es auch so, wenn dann hier der Dings richtig ausgebaut wird. Und ja, ziemlich das Problem, weil was auf jeden Fall Punkt ist, wir müssen eine Autobahn, muss auf jeden Fall in Verbindung kommen hier mit dem. Das ist noch nicht so weit ausgedacht, muss ich sagen. Das muss noch besser werden. Und dass natürlich hier auch kein Bahnhof ist, ist natürlich auch blöd. Also wir müssen wirklich noch einen zweiten, sagt schon Leute, Flughafen bauen. War noch nicht so ganz nachgedacht über diesen hier. Mal offen zugeben. So, jetzt habe ich hier ein Problem, dass ich hier nicht Brücke bauen kann, gar nichts bauen kann. Was ist denn hier los? Soll ich gehen? So, jetzt. Geht doch, warum nicht gleich so? So, und dann hier. Scheiße. Ich habe niemals Scheiße gesagt. Ich würde sowas nie tun. Warte mal, ich reiß das mal ab. Das muss doch gar nicht so hoch sein, oder? Nee, eben nicht. Blöderweise aber sagen, dass diese komischen Dinger hier, die Stromdinger. So. Sieht das doof aus? Ein wenig. Ein wenig sehr sogar. Und wir haben den Strom hier abgekattet. Also, so kann das auf jeden Fall in Zukunft nicht weitergehen. Da muss ich mir noch was ausdenken. Das sieht doof aus. Das sieht gut aus. Das sieht doof aus. Und da glaube ich, werden wir dann mal nochmal gucken, ob wir es irgendwie noch schaffen, da so einen Bahnhof reinzuknallen. Und dann bauen wir hier noch so eine Autobahn drauf. Ich ändere es jetzt erstmal. Ich lasse erstmal so, und hoffe, dass irgendwann der nächste Flugzeug kommt. Glaube ich zumindest, dass das so eine schlaue Idee ist. So, ersten Autos kullern hier schon lang, das ist schon mal gut. Schade, dass halt immer so ein bisschen wenig hier passiert. Es könnte mal ein bisschen mehr passieren, okay? Oh, jetzt habe ich, nee, das bringt mir nichts. Okay, wir haben wieder ein bisschen Nachfrage und können hier ein bisschen weiter bauen. Bauen wir mal eine runde Gewerbeweite und unser Kaiserslautern ist ein little bit bigger. Jetzt rückelt es gerade wieder so ein bisschen blöd. Hallo! Die Schweinebagel. Oh, die haben noch gar keine Feuerwehr und so. Zack, die Bohne. Das müssen wir mal auch nochmal regeln, das Problem. Was Größeres hier, ey. So, dann Krankenhaus, nicht Polizei. Und Polizei brauchen sie aber eigentlich auch. Ach ja, ich habe ja hier dieses Dings installiert. Das ist so eine, wie soll man das sagen, so eine Grenzeübergang. Weiß aber ehrlich gesagt nicht warum. Zählt als Polizei, interessant. Können wir mal irgendwo mal hinbauen? Warum habe ich jetzt wieder keine einständige Polizei, die die Straßen bedecken kann? Das ist ja wieder voll bescheuert. Guckt euch das mal wieder an. Was ist das denn hier? Meine Herren. Ja, nichts Anständiges am Start. Hier so ein bisschen, okay. Gut, dann eben so. Und die Nachfrage steigt hier weiterhin. Das ist schon mal sehr gut. Das macht mich glücklich.
Das brauchen wir, genau das brauchen wir. Und, oh, wow, was ist denn jetzt los? Das geht aber gar nicht! Warum verlieren wir gerade so viele Leute? Also die 60.000 knacken wir irgendwie noch nicht. Ich weiß nicht warum, Leute. Ich weiß nicht warum. Aber wir könnten mal was ganz Cooles machen. Und zwar... Was heißt ganz cool? Ich habe mir so überlegt, nebenbei... Könnte man jetzt... Obwohl, Strom fehlt uns dann wahrscheinlich. Aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Hier müsste jetzt mal so ein Gefängnis hin. So mitten im Nirgendwo. Schön versteckt, dass die Leute da alleine leben müssen. Ich muss kurz überlegen, wie wir das hinkriegen, dass es ordentlich und schön aussieht. Das könnte vielleicht noch kompliziert sein, weil ich so gerne immer alles rund mache. Man muss aber meistens gerade machen, dass es gut wird. So, da hat er jetzt wirklich ein Problem. Jetzt gucken wir mal. Ort ist bereits belegt. Ich glaube, das Problem haben wir mit... Ah, da war was, aber das finde ich ein bisschen blöd so. Also, drunten müssen wir das ein bisschen anders machen. Mal so einen Fußweg. Den machen wir jetzt hier so gerade durch. Hab ich gerade gesagt, du! Fritz, du! So. Polizei. Und zack. So, jetzt brauchst du nur noch Strom. Hm, ist gar nicht so weit weg, das kriegen wir hin. Oder auch nicht. So. Und jetzt haben wir... Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ein Gefängnis. Müssen wir nur ein bisschen größer machen. Müssen wir so Zaunmod mal... Irgendwo habe ich die auch. Am besten nochmal so einen Start kriegen. Das ist lustig. Wir müssten auch mal... noch ein paar... Zwei, drei Mods installieren im Bereich von... Warte mal, wo habe ich das denn? Und zwar hier... Habe ich so ein Zeug... eine Burg darstellen. Das wäre auch mal noch geil. Eine Burg zu bauen. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Keine Ahnung, wo das nochmal war, das Zeug. Aber das wäre auch nochmal lustig. Und da gab es noch mehr Formen, um eine... Hier, sowas. Ich habe nur zwei Mods installiert. Und da gibt es ein paar mehr. Ah, ist ja voll blöd. Das muss an der Straße platziert sein. Was ist das denn lächerliches? Okay. Es gibt schon Mods, die musst du nicht an der Straße platzieren. Die sind halt dann besser. Weil, wie soll ich denn eine ganze Burg bauen, wenn ich da eine Straße platzieren muss? Das ist bescheuert. So. Wie läuft's hier mit unserem Öl? Kommen wir hier voran. Öl expandieren wir nicht mehr so gut wie vorhin. Aber weil die auch hier schon... Die rattern das aber jetzt aber auch durch, dieses Ölthema, ne? Das ist ja unfassbar. Jetzt läuft's hier, Leute. Jetzt läuft's. Das bauen wir hier mal wieder hin. Und bauen wir das alles hier ab, würde ich sagen. So. Warum wird es nicht abgebaut? Doch wird's. Okay, Gewerbe. Jetzt wird mir jetzt hier fast schon wieder zu viel Gewerbe in diesem Bereich. Aber hier um dieses Theater, was auch immer das nochmal war, können wir ruhig noch Gewerbe packen. Wie gesagt, Kaiserslautern ist eh ein größeres Städtchen. Bochum wird dann noch ein Stückchen größer, wenn dann irgendwann das Öl abgebaut ist. Und wir verlieren gerade Leute. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt machen wir nochmal zum Abschluss dieser Folge einen Rüberblick und gucken mal, ob wir noch irgendwo Sachen korrigieren müssen. Und schauen wir mal, ob wir dann das eine oder andere noch handhaben müssen, ein Problem. Wenn er dann nicht einfach drüber leckt, das wäre ganz freundlich. Jetzt fängt hier wieder an, der Stau zu kommen, aber es geht gerade noch so. Ah, ist echt nervig, dass es jetzt leckt und ich die Grafik runterschrauben muss. Sieht so traurig jetzt aus, wie diese Verpixelung. Obwohl ich die Auflösung immer noch weit oben habe. Ich weiß gar nicht mal, welcher Knopf war das jetzt nochmal. Hier. Immer noch, ziemlich weit oben. Aber... Es geht halt einfach nicht mehr. Ihr merkt ja, wie es jetzt schon laggt.
Wenn ich jetzt nicht schon so viel gebaut hätte, würde ich ein paar Mods, die unwichtig sind, deinstallieren, aber das kann die Speicherung gefährden und das wollen wir nicht haben. Dann sehen wir nochmal Ratzeburg hier. Und... aber ich glaube, da gibt es keine Probleme. Wir können ja mal kurz gucken, wie effektiv diese Buslinie eigentlich jetzt ist. Ich glaube, die ist nicht so effektiv, aber kann uns erstmal wurscht sein. Vorerst. Buslinie. Wo haben wir sie, die 333? 35%. Hm. 132 Passagiere bisher sind gerade unterwegs. 0 Touristen. 35 Busse auf dieser Linie. Das ist einfach viel zu viel. Mal ehrlich jetzt. Vielleicht ist die Linie wirklich zu lang. Wir haben ja eine Linie hier, nämlich Linie 111. Die ist bei 100% Effektivität. Und ich glaube, einfach nur, weil ich es da richtig gemacht habe, die ist kurz. Oh, so kurz ist die gar nicht. Hä? Die fährt hier so einen sinnlosen Weg die ganze Zeit. Guckt euch das mal an. Die fährt hier und biegt wieder ab und dann... die wäre noch effektiver wahrscheinlich. Oder was ist hier los? Interessant. Egal, sie ist trotzdem 100% effektiv, weil sie wahrscheinlich so kurz ist. Man müsste also im Prinzip... jetzt habe ich auch so gesehen... nee, alles gut. Man müsste also im Prinzip... eigentlich eine Buslinie machen, die von hier zu hier fährt und fertig. Und von hier zu hier fährt, vielleicht auch noch zu hier und fertig. Und dann von hier zu hier. Ist wahrscheinlich effektiver. Das müssen wir uns mal beobachten und nochmal gucken, ob wir das vielleicht sogar in Zukunft so machen. Könnte sein, dass es wirklich effektiver ist, weil die Linie kürzer ist. Und die Leute müssen dann einfach nur umsteigen in eine andere Linie. Bisher läuft es nämlich gar nicht so prickelnd. In Dörfern gibt es meistens keine U-Bahn, deswegen finde ich es auch ganz realistisch, dass wir keine U-Bahn bauen. Gucken wir dann alles mal noch. Oh, Flugzeug gehört. Ist schon irgendwas gelandet mal? Hm. Bisher noch nichts beobachten können. Außer, dass hier Strom fehlt. Strom, Strom, Strom. Hier fehlt ein bisschen Strom. Ich freue mich schon, wenn das hier ordentlich aussieht. Und wir auch hier langsam zu einem Look kommen, wie hier. Ich meine, hier fehlen noch die Dörfer, aber ist doch egal. Das sieht schon richtig schön aus, finde ich. Und die Nachfrage ist wieder ein bisschen da. Wir können noch ein bisschen hier drumherum bauen. Und, wir nehmen mal wieder ein Flugzeug. Landet es? Nein. Männer! So, hier machen wir schon mal so eine offizielle Strecke. Die reisen wir nicht mehr ab. Die gehört darüber. Zack. So. Würde ich vorschlagen. Es hat schon mal irgendwie was. Langsam kriegt die Stadt was. Ich bin echt gespannt, wie das dann mit dieser Hauptstadt hier noch wird. Die werden wir auch, dauert nicht mehr so lange. Ich glaube, in den nächsten Folgen schon, während wir auf dieses Dorf hier warten, auf dieses Dorf da schon, auf die Nachfrage, um die Dörfer fertig zu bauen, glaube ich, werden wir schon mal anfangen, uns einen Plan zu machen, wie wir hier das angehen. Wir müssen wahrscheinlich, diese Autobahn muss auf jeden Fall hier durchgebaut werden. Wir werden wahrscheinlich noch eine Autobahn so durchfahren lassen mit diesem Anschluss hier. Müssen wir nochmal genau gucken und will nicht alles quadratisch machen, aber schon so in diese Richtung. Und dann wird das richtig vollgehauen. Das wird so richtig Stadt. Oh Mann, das wird mal laggen. Das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß. Aber bevor ich irgendwann mit der Serie aufhöre, will ich das auf jeden Fall noch hinkriegen. Nur so für alle, die City Skylines gerne bei mir gucken. Es sieht danach aus, dass es dann bis zum Release von FIFA 16, also 24. September 2015, noch so lange läuft. Und da kommt ein Flugzeug, Leute. Da kommt ein Flugzeug. Da kommt ein Flugzeug und ein anderes steht hier schon. Eine Lufthansa. Juhu, Lufthansa ist bei uns angekommen. Und jetzt kommt noch ein... wow, das habe ich noch nie erlebt, dass zwei Flugzeuge am Start sind. Das ist auch noch ein Mod und Lufthansa verabschiedet sich. Lufthansa verabschiedet sich. Wie geil ist denn das?
So, es ist halt leider so, dass sie halt nicht lange da stehen, sondern relativ schnell wieder wegfliegen. Wenigstens poppen die nicht wie die Schiffe weg. Das ist schon mal eine Sache. Und da kommt schon das nächste Flugzeug, deswegen muss das jetzt warten. Also das ist schon mal ziemlich cool, finde ich. Oh, wir haben Müller. Oh, Müllprobleme in Kaiserslautern. Ich werde gleich mal drum kümmern. Und da landet. Aber ich finde es witzig, das andere ist noch nicht mal ganz gelandet. Da startet das andere schon. Da ist wieder Lufthansa am Start. Also ich muss doch die anderen Mods mal noch installieren. Geil. Weil dann habe ich doch noch mehr Designs. Es gibt ja richtig viele schöne Designs noch. Aber ich habe auch so wie KM und weiß nicht, ist alles Air Force und so ein Zeug installiert. Das finde ich richtig cool. Wir machen mal hier so einen schönen Blick. Yeah. Flughafen. So. Muss ja auch mal ein Thumbnail noch für euch am Start bringen. Das sieht geil aus. Der Flughafen. Da hinten die Twin Towers. Okay, das ist nicht keine gute Bindung, aber ich versuche die Vergangenheit abzuhaken. Hab auch Respekt davor. Es gibt nichts Schlimmeres als das, was damals war. Also es gibt schon Schlimmes, vielleicht auch Schlimmeres, aber das ist schon schlimm. Das war schon... Es greift mich heute auch noch. Ich glaube, viele greift der 11. September einen noch. So, deswegen müssen wir es auch respektvoll umgehen mit. Da startet die Lufthansa wieder. Wir haben dem Flughafen noch keinen Namen gegeben. Das müssen wir uns mal überlegen. Das ist auf jeden Fall der kleine Airport. Wir werden auf jeden Fall irgendwie, würde ich sagen, doch hier noch einen großen hinknallen, das in der Nähe von dem ist. Vielleicht auch einfach mittendrin in dem hier. Einfach hier so. Können wir auch machen. Weil eigentlich kann man das alles hier noch bebauen. Ich weiß gar nicht, was wir da noch hinbauen sollen. Meine Idee ist, dass wir dann wahrscheinlich auch nochmal so Dörfer dahin knallen. Es sieht halt wirklich schade, dass es wirklich so abgehakt jetzt ist. Vielleicht hätte ich das mal ein bisschen noch mitbedenken sollen. Dass ihr das nicht so seht mit dem Abhaken, dass es ein bisschen mehr so wie hier die Bäume am Ende sind. Vielleicht machen wir das hier drüben. Und dann schauen wir das mal. Das ist auf jeden Fall, ich fand es war eine geile Folge. Wir sind vorangekommen. Wir müssen mal ganz schnell, bevor ich das jetzt abhake, weil ich dann auch mit Aufnahmen aufhöre, mal schnell noch irgendwie eine Lösung mit dem Müll finden. Das wäre schon nicht schlecht. Und ich würde sagen, die Knackis, die können auch gleich hier Mülli spielen. So sieht's nämlich aus. So. Und hier haben sie, haben wir schon wieder Mitarbeiterprobleme, nicht genügend. Ja. Die sollen ja auch hier drüben arbeiten, aber okay. Der Betzerberg sieht noch ein bisschen unordentlich aus, da muss bald was dran getan werden. Und hier werden wir auch noch ein bisschen was hinbauen, mal gucken. Und wir eine Brücke hier so rüber bauen, dann haben wir bald unser Central Park. Und wenn das dann alles steht, wir werden dann schon vorher anfangen, ein bisschen mit Straßensystem. Dann geht's so los, dass wir die anfangen, die Häuser hier hinzuknallen. Und dann, wenn da die ganzen Bewohner stehen und wir haben immer noch Lust weiterzubauen und Zeit und so weiter, dann können wir hier noch Dörfer oder so hinknallen. Aber bisher finde ich es jetzt nicht so relevant. So Leute, das war's mit dieser Folge. Und gucken wir mal ganz kurz, was war das jetzt für ein Flugzeug? Wieder Lufthansa. Und dann schauen wir mal, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Auf jeden Fall habe ich schon so leicht angekündigt, was wir vorhaben. Der Balken geht auch schon wieder hoch. Freut mich. Also, liebe Bros, bis die Tage. Tschüssi!